Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in der Hütte. Ich habe schon die Sachen alle weggeräumt, habe jetzt diese, wie heißen sie, Swirtling-Kerne habe ich eingepackt. Wir können vielleicht noch ein bisschen mehr Stein gebrauchen, glaube. Was war das jetzt hier? Ist das Kohle? Nee, das war nur so ausgegraut. Und wir wollen jetzt irgendwie einen Brennofen machen, damit wir Metalle und so weiter machen können. Allerdings fehlt uns für den Köhler wahrscheinlich dann immer noch Material, ne, oder? Warte mal, lass mal gerade hier durchschauen. Hier brauchen wir wohl nichts. Da ist Kohle, die nehmen wir mit. Die brauchen wir bestimmt auch fürs Brennen. Und dann haben wir hier die Metalle, ne? Die brauchen wir vielleicht dafür auch, dass wir da was rauskriegen. Aber ihr guckt das Logo und dann geht es weiter auf dem Großbild. So, in die Kiste schauen wir auch noch mal gerade rein, aber da ist jetzt nichts drin, wo ich sagen würde, dass wir das, was ist das Wertvolle? Rubin, okay, nee, den werden wir jetzt hier nicht brauchen. Das haben wir erstmal alles. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo wir den Ofen hinstellen. Wieso ist denn der so langsam? Weil überladen. Ah, okay, naja, das ist jetzt nicht schlimm, das kriegen wir gerade bis hier noch hin. Ich würde sagen, den Ofen, den müssten wir jetzt hier irgendwo so hinstellen, ne? Hier war der Hammer, Rechtsklick war es, dann auf Herstellung und dann können wir hier diesen Ofen machen. Ne? Das ist nur die Frage, da kommt was raus. Und woanders müssen wir was reinstecken. Ich glaube, die Seite müssen wir nichts reintun. Ich würde den dann so hinstellen wollen. Oder? Ich würde es mal so machen. Was fehlt uns? Ne, Werkbank. Aber wir haben keine Kraft dafür, Alter. Warte mal. Nee. So, wenn wir keine Kraft haben, dann müssen wir ja erstmal was loswerden, ne? Vierhunderteinundachtzig, immer noch alles zu schwer. Alles zu schwer hier. Eisen noch. So, jetzt geht's. Jetzt haben wir aber wahrscheinlich alles da so hingepfeffert, dass wir es jetzt nicht. Ich glaube, die Steine, die braucht man, ne? Ja, komm, nochmal einmal alles aufheben, der geht nicht. Macht er gerade nicht. Die Steine wollte ich haben. Ich glaube, den brauchen wir nämlich, um zum Ofen bauen, ne? So, was war da? Hinten ist da. Vorne ist hier, wenn ich hoffen. Sei gegrüßt, Krieger, ja. Jetzt haben wir den Ofen da, oder? So, da ist auch unser Freund jetzt gekommen. Hagen, was sagst du? Platziere dein Rohrerz in diesem Hochofen, damit alle Uneinreinheiten hinfortschmelzen und du einen warmen, veredelten Metall erhältst, den du für die Schmiede verwenden kannst. Um den Schmelzofen anzutreiben, benötigst du Kohle. Kohle wird produziert, indem du einen Kohlemeiler errichtest, Holz füllst. Ja, Kohle haben wir da gerade hingelegt. Okay, das heißt, nee, nicht da. Jetzt ist er weg. Nee, ich wollte das aufheben. Und dann hier reintun, aber wie und wo? E-Gegenstand hinzufügen, Kupfererz. Und dann, was liegt da noch? Trägst zu viel, okay. Dann müssen wir das wieder weglegen. Kohle habe ich jetzt gar nicht dabei, oder wie sehe ich das? Warte mal. Hier ist ja noch eine Truhe. Da leg mal die Steine da rein, die brauchen wir gerade nicht. Stecken wir. Kupfererz ist da reingekommen. Dann ist das erstmal gut. Komm, die können wir hier raus tun. Da fehlt uns wahrscheinlich für den Meiler was, ne? Ah, hinterm Pfahl ist noch das. Die Kohle. So, jetzt passiert da was. Ich hoffe, dass das so ist, wie ich es mir vorstelle, naja, ne? Und noch besser wäre es, wenn die Kohle nicht einfach abfackelt, sondern dass das nachher, ne?
passend da rauskommt. So. Ah, Kohle ist sogar noch mehr da. Warte mal, dann können wir die Kohle auch hier lassen und das Eisen können wir auch hier lassen. Das Fleisch ist jetzt hier an der falschen Stelle eigentlich. Aber das können wir erstmal so lassen und es funktioniert erstmal was. Da tut sich nichts mehr. Warum nicht? Ist schon fertig. Hier liegt aber nichts. Wahrscheinlich funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle, ne? Du hast keine Kohle, ja, super. Dann müssen wir die Kohle erstmal da reintun und dann schauen, dass wir die Kohle da reintun. Okay, das funktioniert dann nur so lange, wie Kohle da drin ist. Es ist nur die Frage, wie viel Kohle braucht das, damit das funktioniert, ne? Und, aha, da ist jetzt was rausgekommen. Ah, okay, das ist sehr gut. Kupfer und Schmiede. So, und was ist jetzt zu bauen? Da ist die Schmiede. Da brauchen wir Stein, da brauchen wir Kohle, die wir noch haben. Holz brauchen wir und Kupfer. Kupfer brauchen wir 6 dafür, alles klar. Okay, dann können wir das erstmal sein lassen. Das bedeutet, wir müssen da wieder was reintun, ne? Nee, du hast keine Gegenstände verwendet werden können. Okay, nee, das habe ich auch da reingetan, da hinten. Jetzt brauchen wir das Kupfer. Kupfer, das haben wir. Ich glaube, 2 brauchten wir dann. Okay, dann haben wir noch, jetzt können wir noch 2 Barren machen und dann war es das mit dem, sag schon, mit dem Kupfer. Dann kann man sehen, wie viel drin ist. Ja, es sind 2 Kupfer drin. Aber im Endeffekt ist es auch egal, da können wir ja mehr reintun. Da kann ja ruhig alles rein. So, der Restkupfer. Haben wir keinen Rest? Okay. Doch, da haben wir den Rest. Der kann dahin. Die Kohle können wir rausnehmen. Ja. Das heißt, hier können wir auch die Kohle weiter reinschmeißen. Und dann war es das erstmal. So, und dann müssen wir jetzt zusehen, dass wir definitiv Kohle finden. Oder den Meiler bauen. Aber wenn wir den Meiler bauen, guck, da ist schon unser nächstes schönes Eisen gekommen. Ja, das sind dann 2. Dann werden da 4 rauskommen, glaube ich, maximal. Und dann war es das. Schade. So, das bedeutet, wir müssen, wie gesagt, Kupfer haben. Was brauchen wir denn für den Meiler? Stein ist nicht das Problem. Und wir brauchen 5 von den Surtling-Kernen. Und wir haben noch... wir haben noch, was haben wir noch? Ich glaube 2, oder? Ja, das heißt, da brauchen wir noch 3. Das heißt, wir müssen noch gucken, dass wir irgendwo so eine Grabkammer oder sowas finden, ne? Das wird etwas schwierig. Müssen wir noch was weglegen? Das Holz können wir weglegen, aber nicht in der Kiste. In der Kiste ist Platz, dann legen wir das da rein. Dann haben wir hier nur das Harz. Da ist aber überall voll. Da ist Platz drin, dann kommt es hier rein. Okay. Essen. Da könnte man ein bisschen was gebrauchen noch, ne? Immer weniger mit. Okay, die 4 nehmen wir mit. Und die können wir gerade noch beim Feuer mal gar machen, damit wir genug haben. Ist ja schon wieder alles runter, ne? Kurz einmal gekocht. Ach, da rechts ist der Rabe. Na gut, dann müssen wir da gleich mal hin kurz. Können wir, ne, dann verbrennt das hier. Müssen wir gerade warten.
kriege ich den Huggin hier von außen? Ne, kriege ich nicht. Komm, werd Essen fertig. Tisch mal schnell. So, in der Zeit können wir schnell rausgehen. Und mit Huggin sprechen. Ja, ich habe mich angesteckt. Das hat ja gut geklappt, ne? Wenn du zu viele Gegenstände mit dir führst, wirst du überladen, wodurch langsam wirst und dann Ausdauer verlierst. Du musst weniger Gegenstände mit dir herumfragen. Ja, danke. Das ist ja nett, dass du mir das sagst. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Okay. Das Essen ist gar. Gut, das hat geklappt. Diesmal brennen wir nicht. Okay, das ist soweit so gut dann. Dann würde ich sagen, müssen wir gerade noch was essen. Gesundheit 15, Ausdauer 15 und die Gesundheit 10, Ausdauer. Okay, dann sind die ganz klar angesagt eigentlich. Ja, und dann müssen wir jetzt irgendwo noch eine Grabkammer oder sowas finden, ne? Das wird aber schlecht, denke ich. Das machen wir zu. Und wo finden wir sowas? Da hinten hatten wir ja eine Grabkammer gefunden, ne? Vielleicht gehen wir mal in die Richtung. Vielleicht finden wir da auch was, weiß ich nicht. Sind wir schon jemals in diese Richtung gegangen? Ich glaube nicht, ne? Ah, guck mal, da ist ein Freund. Okay, gib mir dein Harz. Auch wenn ich es wahrscheinlich gar nicht brauche, ne? So. Jetzt ist die Frage, ob ich hier da hinten war, ja, aber war da, weiß ich jetzt gar nicht, ne? Oh, hier sind auf jeden Fall schon mal zwei Pilze, die wir auf jeden Fall mitnehmen sollten, weil die sind bald alle. So. Was ist hier ein besonderer Stein? Ist da was zu lesen dran, ne? Ja. Dieses Land ist wild und ungestüm, da wird also viele Wälder, erfreut sich an Geschenken, wie von dir siehst du. Und besiegen auch die Wildschweine, die diese Länder durchstreifen, sie fürchten der Feuer und der Menschen. Du kannst sie fangen und zähmen. Nähere dich ihnen und biete ihnen Futter an, sie werden den Wurzeln des Bodens nicht widerstehen. Ah, okay. Oh, da bist du ja. Ich hab dich schon gesucht. Okay, nochmal Harz. Schauen wir mal hier lang. Da ist noch ein lecker Pilz. Und da ist noch einer. Und da ist noch einer. Und weil es so schön ist, ist da noch einer. Und da ist noch einer. Okay, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht wieder einen falschen Weg laufen. Und jetzt suche ich noch so eine Grabstätte oder sowas, ne? Hier gibt es noch mehr Pilze. Da ist auch noch einer. Nehmen wir den auch noch mit? Ja. So, jetzt ist die Frage, ob ich hier irgendwo was finde, ne? Hier bin ich, glaube ich, noch nie lang gelaufen, ne? Aber jetzt gehe ich schon in die falsche Richtung wieder. Hier lang wollte ich doch. Hier war ich noch nicht. Okay, ein bisschen langsamer, weil unser Ausdauer weg war. Ist hier irgendwas? Sah so aus, ne? Aber ist nix. Hier ist einfach nur ein Wald. Ist da vielleicht was? Da oben ist ein Reh, oder? Vielleicht sogar zwei. Immer noch einer. Der läuft noch nicht mal weg, oder? Den haben wir.
den erwischt oder nicht? Ich habe den erwischt. Krass. Okay. Sehr schön. So, wir wollen in diese Richtung noch ein bisschen weiter gucken, ob wir da was finden können. Wer weiß, was hier gleich passiert. Kommt bestimmt in irgendein Land, was ich dann auch nicht kenne. Jetzt wird es natürlich auch schon wieder dunkel. Das ist das nächste Problem, was wir haben. Da oben ist Wasser. Da ist auch noch mal Wasser. Und jetzt fängt es jetzt an zu regnen oder was? Jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Hier ist ein schickes Grab. Skelettüberreste. Ja. Ein Hünengrab. Das war ein Vogel, oder? Ja. Da ist eine Hütte, oder? Aber die bringt mir nichts, oder? Ist da eine Kiste drin? Aber man sieht auch schon kaum wieder was, ne? Ach, da unten ist was dran, ne? Auf der Seite komme ich näher rein. Kommen wir auf der anderen Seite rein. Ist hier eine Kiste? Leider nicht. Okay, dann war es das. So, und dann ist das Licht auch schon wieder dunkel, ne? Ja, das bedeutet, wir müssen jetzt wohl wieder einen Cut machen. Hier ist irgendwie was mit... Ja, ich sehe es nicht. Hier ist aber ein, ist das ein Steinkreis oder ist es keiner? Das ist die Frage. Aber da ist auch schon wieder so dunkel, das ist wieder ein Problem für uns, ne? Und da ist auch einer. Mehr von dem oder nur der eine? Steht da was dran an dem Stein? Ich glaube nicht, oder? Na, ist auf jeden Fall irgendwie so ein Kreis, ne? Ja, okay. Ich würde aber sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.